Herzlich willkommen zurück zu Braid. Licht an für Welt 3. Mal sehen, was uns dort erwartet. Vor all diesen Jahren hatte Tim die Prinzessin allein gelassen. Er hatte sie in den Nacken geküsst, seine Reisetasche genommen und war zur Tür hinausgegangen. Das bedauert er, zumindest zum Teil. Jetzt hat er sich auf die Suche nach ihr gemacht, um ihr zu zeigen, dass er weiß, wie traurig es war, aber auch um ihr zu sagen, dass es auch etwas Gutes hatte. Lange Zeit dachte er, sie beide würden die perfekte Beziehung führen. Er war der starke Beschützer und hatte sich von seinen Fehlern verabschiedet, um der Prinzessin nicht zu schaden. Doch auch ihr gelang es, ihre Fehler im Zaun zu halten und ihm so zu gefallen. Doch sich ganz der Behaglichkeit eines Lebens zu zweit zu überlassen, hat tiefgreifende Konsequenzen. Um dir gänzlich zu gefallen, muss sie dich in jeder Hinsicht verstehen. Damit bist du ihren Erwartungen und ihrem Zugriff ständig ausgeliefert. Ihr Wohlwollen hüllt dich ein und das, was du im Leben erreichst, wird nicht über das hinausgehen, was sie für dich vorgesehen hat. Tim wollte nicht beeinflussbar sein, er brauchte die Hoffnung auf Transzendenz. Er musste manchmal gegen die Fürsorglichkeit der Prinzessin immun sein. In der Ferne sah Tim ein Schloss, dessen Fahnen wehten, selbst wenn der Wind sich gelegt hatte und in dessen Küche das Brot stets warm war. Ein kleines bisschen Magie. So, mal zur Tür rein. Die Grube. Seht ihr, dass der Schlüssel da grün leuchtet? Wenn wir ihn jetzt holen und die Zeit zurückspulen, kommt er mit uns. Das heißt, alles, was grün leuchtet, auch diese Tür, ignoriert komplett jeden Einfluss von Zeitmanipulation, nenne ich es mal. Dasselbe gilt für den Schlüssel da oben. Nein! Okay, das war knapp. Warum schießen Kanonen Gegner? Ich verstehe es nicht. So, Zeit zurückspulen, diese Tür öffnen, das Puzzleteil holen und wieder raus. Arbeit erledigt. Phase. Ach, die Musik, die hier kommt, ist mal wieder so ein Paradebeispiel dafür, wie genial die Musik hier insgesamt ist. Schade, dass ich sie jetzt unterbrechen muss. Jetzt geht's weiter. Und das nächste Puzzleteil. Wie ihr gerade gesehen habt, können wir die Zeit auch praktisch stoppen, indem wir einfach die Rücklaufgeschwindigkeit auf 0 setzen. Wie jetzt gerade. Was ja auch irgendwie logisch ist. Ja, die grünen Wolken schweben natürlich weiter. Wenn sie nur ein bisschen schneller schweben können, wäre das schon hilfreich. Los. So, okay, geschafft. Das zweite von zwei Puzzleteilen, das sind alle. Der Boden unter ihren Füßen. Wie auch gerade diese Überschrift perfekt auf das passt, was ich hier tun muss. Hebel tätigen. Dadurch verschiebt sich die Platte. Der Gegner kann an den Schlüssel. Wir können uns nicht ducken. Es gibt keinen anderen Weg, den Schlüssel zu bekommen. Und Bounce. So, Plattform zurück verschieben. Da ist ein Puzzleteil. Plattform. Geh zurück. Auf die Leiter und weiter durch. Hier ist ein zweites. Hier gibt es ein zweites. Wirklich? Ach so, okay. Das ist einfach. Wir verschieben die Plattform so, dass wir hier hoch können. Stellen uns hier hin. Hier hin, das ist wichtig. Laufen dann zurück. Ganz wichtig, nicht die Zeit zurückspulen, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht mehr. Jetzt spulen wir die Zeit zurück. Und Tim ignoriert einfach, dass dort gar kein Boden mehr ist. Weil, als er dort zum ersten Mal hingegangen ist, auch kein Boden dort war. Enge Kanäle. Das hier hat jetzt sehr mit Geschicklichkeit zu tun. Ausraster sind praktisch vorprogrammiert. Neuer Gegner, diese Hasen, nerven einfach unglaublich, tarnen sich als nette, freundliche Blumen, um dir dann ans Feld zu gehen. Ich glaube, ich werde nie wieder Ostern feiern können, ohne einen Hass auf Gegner zu hegen. Wir müssen die Zeit jetzt so zurückspulen, dass er hier durch kann, was uns gelingt. Wow, genial, das hat beim ersten Mal geklappt, das ist normal nicht so. Oh mein Gott, das sind Hasen. Bye, bye, Hasen. Was? Oh mein Gott, die Pflanze hat mich im Stich gelassen. Solange sich mehr werden. Okay, dann müssen wir es wohl mit Kanonenkugeln regeln. Wipp, verdammt. Wie einfach innerhalb von Sekunden alles weggeschossen wird. So, wir müssen jetzt die Kanonen, die beweglichen, so adjustieren, dass jede zweite abgeschossen wird, das ist sehr wichtig. Und jetzt nicht mehr die Zeit zurückdrehen wird, sofern es möglich ist. Weil sich sonst der Rhythmus ja wieder verschiebt. Wie jetzt. Ah. Ah!
Okay. Bitte? Nein. Okay, das heißt, ich mach den Hasen erstmal fertig. Was soll das? Was? Ha! Na! So. Pech gehabt. Dann müssen wir das Ganze halt noch einmal machen. Moment kurz. So. Dadurch, dass... Ach. Jetzt aber. Yep. Dadurch, dass die Kanone jetzt jede zweite Kugel trifft, erhöht sich natürlich die Entfernung der Kugeln zueinander, was uns genug Zeit einräumt, hier zur Leiter zu laufen, das Puzzleteil zu holen, runterzugehen und den Raum zu verlassen. Unumkehrbar. Oh, wie lange ich da dran gesessen habe, ist in Zeit nicht auszudrücken. Ihr seht diese beiden sich verschiebenden Plattformen. Eine wird von der Zeit nicht beeinflusst, eine aber schon. Und wir dürfen hier die Zeit keineswegs irgendwann zurückdrehen. Sonst wäre die nicht beeinflussbare, sonst wäre die beeinflussbare zu langsam. Wir würden hier sozusagen die Zeit rauben. Wie die Musik gerade total traurig und getragen wirkt. Während diese Gegner einfach nur in ihren Tod laufen, starrsinnig geradeaus laufen. Wie irgendwelche Soldaten, denen man was befohlen hat. Und die diesen Befehl ausführen, egal was es kostet. Okay. Das wäre soweit geschafft. Bitte Pflanze. Dankeschön. Das ist... Wenn ich es noch nicht erwähnt habe und ich habe es erwähnt, ich liebe die Musik. Diesen Schlüssel hier holen wir. Die Tür da leuchtet grün. Weshalb sie auch offen bleibt, wenn wir die Zeit zurückdrehen, den Schlüssel wieder haben und ihn nochmal benutzen. Das hier ist jetzt wichtig. Nicht diesen Schlüssel da oben holen, auf keinen Fall. Sondern zuerst diesen grünen Schlüssel hier unten. Damit diese Tür öffnen. Und dann mit dem anderen Schlüssel die anderen öffnen. Denn sonst verbaut man sich hier alles und muss das Level von neu starten. So, alle Puzzleteile hätte ich. Wenn ich mich recht entsinne, begeben wir uns jetzt auf den Weg zum nächsten Bosskampf. Ach, verdammt. Ah! Scheißkugel! So, okay. Der Hase hat's verdient. Und noch einer. Versteck!